Dann die Leine aufschießen und die Fender reinnehmen. Also am besten ist halt, dass einerseits die Forschung sehr stark im Vordergrund steht und andererseits wir nebenbei noch das Segeln lernen und das gemeinschaftliche Kochen und Leben. Und das alles auf so engem Raum, das ist echt schon schön. Wir haben uns der Ozeanversauerung gewidmet, weil es schon die nächste Generation betrifft oder auch schon uns betreffen könnte. Und es eben in naher Zukunft schon so sein könnte, dass eben die Tiervielfalt im Meer verringert werden könnte. Und das betrifft ja dann auch nicht nur die Tiere im Meer, sondern eben auch uns irgendwann. Wir waren heute hier auf Helgoland mit der Aldebaran zum Tauchen. Das war ein sehr spannender Einsatz. Wir sind ins Naturschutzgebiet gefahren mit der entsprechenden Genehmigung, die wir uns vorher eingeholt haben, und haben sehr schöne Bodenproben hochgeholt mit unserer Tauchplattform und Tauchleiter und der entsprechenden Ausrüstung mit Tauchflaschen, Kompressor und so weiter sind wir sehr gut gerüstet für solche Einsätze. Wir haben ja verschiedene Proben genommen bisher. Einmal auf Cuxhaven im Hafen, wo Platten ausgelegt worden sind, auf denen sich die Seepocken gefunden haben. Die wurden schon mal entnommen und untersucht. Und hier auf Helgoland haben wir auch Proben genommen auf Steinen, auf kleinen, faustgroßen Steinen, die wir entnommen haben und auch im Labor schon untersucht haben und auch werden weiterhin. Seepocken, die wollen wir jetzt untersuchen und ihnen dann Blut abnehmen, um dann eben Immunzellen unter dem Mikroskop ausfindig zu machen und dann zu schauen, wie sie bei Hefezugabe reagieren und ob sich das dann noch verändern wird. Und wir haben noch vor, die Winkeraktivität zu bestimmen. Das bedeutet, wir füttern die Seepocken und zählen, wie oft sie mit ihren Winkern greifen oder winken. Ich finde es gut, dass wir hier ziemlich alles zur Verfügung gestellt bekommen, was wir brauchen. Und dass es eben, ja, dass wir nebenbei auch so viel Spaß haben bei so einem Forschungsprojekt, bei einem, was eigentlich ein ernstes Thema sein könnte, zum Beispiel, wenn man es in der Schule lernt. Und so haben wir wirklich richtig viel Spaß dabei und die ganzen Leute sind nett und dann, ja, hat man noch mehr Lust zu forschen.